bitte. Hallo. Tja, Herrschaften, jetzt habe ich hier einen weiteren Gast, und zwar den Shoshak Pappenheimer. Hallo! Moin! Moin, moin, moin! Warum habt ihr euch umbenannt? Ja, da haben wir ganz, ganz viele Gründe für. Ja, wir wollen eine langfristige Marke aufbauen, und OpenBC ist einfach zu limitieren. Wir hatten Markenprobleme mit dem Namen, weil wir das ganz viele Leute uns nachgemacht haben, auch mit dem BC. Und ein Problem haben wir auch, dass die Amerikaner immer sagten, wenn es offen ist, ich will in keinem unsicheren Netzwerk sein, was offen ist, und BC steht before Christ. Okay. Und das kommt gerade nicht so wirklich gut bei einer Expansion. Okay. Und warum hat der Name Xing irgendwie einen Hintergrund? Im Englischen steht es für Crossing, und das ist ja, Networking ist ja immer, man kommt an Kreuzungen, im Chinesischen heißt es Xing, was so viel heißt wie ich kann es tun, und für uns Europäer ist es kurz, knackig, und wenn man es einmal sieht, wird man es nicht mehr vergessen. Ja, das ist ja klasse. Wie gefällt es dir hier am DLD? Es ist das zweite Mal, dass ich hier da bin. Das zweite Mal auch als Speaker. Ich finde es super. Es ist die beste Konferenz in Europa. Und was ist hier das Highlight auf dem DLD, wo du sagst, das ist genau das, was 2007 passieren wird? Ja, das Highlight ist immer, Leute treffen, die man vorher noch nicht kannte, und zu networken. Das ist mein Thema. Wie mich zum Beispiel. Und allerletzte Frage jetzt zu guter Letzt noch. Was würdest du auf eine Insel mitnehmen? Und zwar drei Dinge. Ich habe mir ganz viele Antworten immer dafür überlegt, aber ich glaube, mein Koffer ist so groß, drei Dinge sind zu wenig. Okay, also er hat einen großen Koffer, und wir wissen jetzt, was Xing bedeutet, und ich sage schon mal danke dir, Lars. Super, und viel Spaß noch, und er putzt übrigens sehr gut Schuhe. Klasse. Ich sehe das schon. Ja, es ist eine super Idee. So. Und zwar, jetzt habe ich hier meinen nächsten Gast, und zwar den Markus von H2O Media. Hallo Markus. Hallo Robert. Ja, Tag auch. Wie geht's dir denn so? Mir geht's prima. Ja. Ja, schön. H2O Media, was macht ihr? Wir sind eigentlich eine Agentur für interaktive Kommunikation. Okay. Ja, das ist eigentlich so das Hauptziel, was wir machen. Und natürlich auch, wir produzieren hier dieses lustige Format, dieses Tyrion DTV. Ah. Mit dem legendären Rob Perkins. Oh, okay, das ist sehr cool. Was machst du hier am DLD, beziehungsweise findest du ihn toll? Ist eine ganz lustige Veranstaltung. Also ich bin hauptsächlich hier natürlich, um Kontakte zu knüpfen. Ja, also die ganzen Videos, die ganzen Vorträge schaue ich mir später als Video an. Ich glaube, das ist einfach praktischer. Kann man sich in alle Ruhe nochmal reinziehen und downloaden. Ich hoffe, es ist wie im letzten Jahr so. Da gab es das ja als Download. Ah, das ist ja klasse. Ja. Fünf Dinge, die du auf eine Insel mitnehmen würdest? Fünf Dinge? Ja klar, fünf Dinge. Drei ist sowas für Mädchen. Wir brauchen fünf Männer-Dinge. Wie war die Idee von Patrick Breitenbach? Ein Hubschrauber? Hubschrauber, ein Ding. Hubschrauber, ein Computer, Laptop natürlich, einer. Ja. Irgendwie eine UMTS-Leitung. UMTS-Leitung? Da bin ich jetzt ein bisschen überfordert. Ach, 2G noch. Mit dieser Standardfrage. Okay, die Sommerreifen deines Lotus? Da bräuchte ich natürlich eine coole Rennstrecke, natürlich, genügend Asphalt. Okay, gut, ich meine, so die Seychellen könnte man alle mal zubetonieren, ist ja eh nur was für Rentner und sehr langweilig zum Tauen. Gut, Markus, da sage ich schon mal vielen Dank, und ja, wir gehen jetzt mal wieder, oder? Alles klar, bis dann, Rob. Ciao. Ciao. Ja, wir haben jetzt hier gerade einen Speaker, meine Herren und Damen. Ein Alpinist, ein Bergsteiger, eine Koryphäe, eine Gemse der allgemeinen, der allgemeinen alpinen Welt, und es ist einfach genial. Und me and my abgefrorenen Zehen, we are climbing up the mountain every time and on every place, and I saw the Yeti, I found the Ötzi, and everything. Please, Chaka, hold on. Get the spirit alive. Und wer jetzt buchen will, kriegt noch eine Heißdecke obendrauf.
jetzt hier den Sarik von Sellity hier vor dem Mikrofon. Wir sind jetzt seit Oktober am Start. Wir haben den ersten echten Least-Cost-Router fürs Handy gebaut. Du spielst ihn dir einmal drauf und er sucht immer die günstigste Verbindung für jeden Anruf. Auf einer Java-Plattform? Das ist Java-basiert. Das Entscheidende dabei ist, dass es mit allen Providern funktioniert. Das heißt also, du musst keine SIM-Karte wechseln, keine Nummer wechseln. Du kannst dein Handy behalten. Also es ist wirklich maximal einfach. Und wird ab 10. Februar in Deutschland auf Sellity.com verfügbar sein. Ist ja klasse. Wird es auch für Prepaid-Kunden verfügbar sein? Oder? Absolut. Also gerade Prepaid-Kunden haben ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Auslandstarife nehme, das geht hoch bis 4 Euro. Da kannst du dann über uns locker mal eben für 19 oder 29 Cent telefonieren. Da sind schon enorme Ersparnisse möglich. Stimmt, das ist ja klasse. Was ist für dich hier das Spannendste am DLD? Du, es ist einfach die Mischung der Leute. Du hast von Unternehmern über Journalisten, über Trendexperten wie euch. Hast du einfach ein sehr breites Spektrum, kannst dich toll austauschen. Du kriegst auch die neuen Trends mit, was passiert, in welche Richtung geht der Markt, gerade jetzt auch der Mobile Space. Wir sind ja eine Mobile 2.0 Company. Drei Dinge, die du auf eine Insel mitnehmen würdest? Ich würde ganz bestimmt meine Familie mitnehmen, sage ich jetzt einfach mal. Ich würde dann das Sellity-Programm mitnehmen und dann natürlich auch ein Handy, sonst funktioniert es nicht. Gut. Was für ein Handy benutzt du eigentlich? Ich bin selber jetzt noch auf einem Sony Ericsson. Also ich werde mir jetzt das neue P99 holen. Das hat einen Visitenkartenscanner drin, finde ich ziemlich cool. Wir werden zum Start auf Symbian und Java verfügbar sein. Danach kommt BlackBerry und Windows Mobile. Alles sehr super. Gut, dann sage ich schon mal vielen herzlichen Dank und alles Gute. Ja. Und wir sehen uns mal wieder, hoffe ich. Bis zum nächsten Interview. Alles klar, danke dir. Ciao. Servus.